Herzlich willkommen zurück. Wir sind natürlich noch bei unserem Bauprojekt in 7 Days. Ich werde jetzt noch einmal kurz googeln nach den Beeten. Die brauchen wir, damit wir die hier schon mal anpflanzen können. Ob wir da vielleicht noch irgendwelche Seeds haben. Ich glaube, Baumwoll-Seeds haben wir gar nicht. Die müssen wir draußen dann mal suchen. Einfach nur mal für so ein bisschen Wechsel aus Rot, Gelb und Weiß. Damit ein bisschen Abwechslung ist. Gebiesnit. Genit Goldrude, haben wir da nur Seeds? Einen, gut, das ist nicht viel, aber schon besser als nichts. Hopfen, Heidelbeer, Kaffee, Jugge, Mais. Gut, der Rest ist, glaube ich, unten und ich glaube, Baumwolle haben wir gar nicht. Aber auch mal kurz nach der Beeten gucken. Beide sind nicht hier, Beete waren hier. Sind alle 50 fertig, siehst du. Wir pflanzen aber nicht die dahin, sondern man kann auch diese schönen anderen Beete bauen, die haben wir nämlich noch gar nicht. Ein weiter runter. Ich will nur googeln, ob wir, ich glaube aber nicht, Chrysanthene-Samen haben. Wo ist sie denn? Ich weiß doch, dass wir Chrysanthene hatten, Mensch. Ja. Nein, haben wir nicht. Aber gut, hieraus könnten wir ein paar Samen machen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele wir brauchen. Das werden wir sehen. Wir brauchen ja auch noch Baumwolle. Wir kümmern uns jetzt erstmal als erstes einmal kurz um die Beete an sich. Und den gucken wir gleich mal, ob wir draußen irgendwie ein paar Baumwollpflanzen finden. Schön wär's, ja. Gut, hier kann ich natürlich noch nicht hinbauen. Ob da was hin soll, weiß ich nicht. Hier, eigentlich müsste ich erstmal die Fläche machen, sonst kann ich die Beete nicht setzen. Aber ich kann es euch ja schon mal zeigen, wie ich mir das vorstelle. Und zwar kann man hier ja die da machen. Die so zum Hinstellen. Die wollte ich hier so vor die Fenster haben. Genau. Ich meine, das sieht natürlich jetzt ein bisschen blöd aus, weil sie sich verbinden mit dem Balken dazwischen. Aber so in etwa wollte ich die als Blumentöpfe haben. Da sollen natürlich dann auch die Pflanzen rauf. Wäre mal was anderes. Ich muss zugeben, ich finde die persönlich nicht gerade hübsch. Ich hätte gerne stylerische. Ich weiß auch gar nicht, ob man die anmalen kann. Können wir gleich mal ausprobieren. Aber es ist mal was anderes. Ich möchte halt auch nicht immer das Gleiche. Da müssen halt erstmal die Dinger hin. Dass es wirklich mal nach was Neuem aussieht. Hm? So, probieren wir mal kurz aus, ob man die anmalen kann. Das wäre sehr, sehr schön. Glaube ich aber nicht. Doch, kann man. Alles klar. Gut, denn wurde, denn dann natürlich nicht die Wandfarbe da drauf haben. Das ist klar. Den mal googeln, mal googeln. Was wird denn da passen? Gut, Holz nicht unbedingt. Da würden eigentlich nur die Dinger passen, die wir auch bei der Mauer haben, ne? Ich finde die Farbe bloß gerade nicht. Hier, die da, meine ich. Einmal das seitwärts, ne? Das kann ich nicht nehmen, das sieht ziemlich schäbig aus. Ne, das kann ich hier in dem Fall nicht nehmen. Wie würde das denn aussehen? Auch nicht gut, ne? Ne. Wer malt das so doof bei den Beeten? Die vielleicht als Kontrast? Mal gucken. Ne, Stein und so alte Sachen mit Muster kann ich hier gar nicht nehmen. Weil das halt so blöd malt. Ich meine, das ist Granitunterschrank. Ich will nur mal gucken, wie das aussieht. Na, nee, also hübsch ist das, nee, das ist ja Augenkrebs. Nee, das geht so nicht, das geht so nicht. Weißes Metall, ja, das sieht wahrscheinlich nicht aus, aber mal probieren. Na, würde passen, aber es sieht mir zu schäbig aus, das ist mir nicht sauber genug. Ich will saubere Beete. Ein Medizinschrank? Das ist wohl eher ein rostiger Medizinschrank? Okay. Ist jetzt nicht so einfach. So, weißes Metall. Und wenn wir einfach schlicht und einfach wieder unseren Stoffvorhang nehmen. Ja, so kriegen wir sie zumindest. Weise, ne? Sind wir heute modern? Wie gesagt, das mit dem Holzbalken da hinten, das gefällt mir natürlich nicht so toll.
Aber gut, wir können es nicht ändern. Ja, aber das wäre mal was anderes. Mal sehen. Da könnt ihr ja aber auch gerne eure Meinung zwischenschreiben. Vielleicht die Holzfarbe, ich bin mir da nicht so sicher. Ich tendiere zwischen dem weißen oder einfach nur ohne Farbe, die Holzfarbe, ganz normal. Hätte vielleicht auch was. Malt jetzt erstmal Voice an. Man kann die Farbe ja wieder wegwischen. So ist es nicht. Gut. Die sollen natürlich alle bepflanzt werden. Sehr schön, sehr schön. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Hier muss natürlich weiter. Das Problem ist, ich weiß ja noch gar nicht, wie weit. Ich würde hier auch schon gerne rum haben. Hier soll ein kleines Kürbisfeld hin, aber nicht so groß, wie die Fläche hier ist. Das soll nur ein kleines sein. Also ich glaube, ich würde hier auch so rumgehen und hier auch noch so eine gewisse Kiesfläche machen. Vielleicht auch so einen kleinen Weg noch vorbei und das Kürbisfeld dann neben dem Weg. Das würde, glaube ich, besser aussehen. Na, mal gucken. Wir machen Stück für Stück, dass ich zumindest schon mal die Beete hinkriege. Soll ja auch alle so eine Richtigkeit haben? Genau, genau. Und bin ich gleich mal gespannt um 8. Ob ich mich verrechnet habe oder die Horde wirklich Tag 133 ist. Da ich schon wieder vergessen habe, wann die letzte Horde war, ist das nicht so einfach. Da kann man nur schätzen. Und wir stecken das gleich einmal mit Holzblöcken ab, bevor wir Beton machen. Damit wir nicht wieder alles wegbuchen müssen, falls irgendwas nicht hinhaut. Sehr schön, sehr schön. Auf jeden Fall kriegen wir unser Lehm wieder, was wir verbraucht haben. Das ist doch auch schon mal was. So. Wie gesagt, dem müsste das sowieso mindestens ein oder zwei bereiten. Weiter. Ich mache erstmal so. Das müssen wir definitiv erstmal mit Holzblöcken machen, weil ich noch nicht genau weiß, wie das denn da jetzt mit der Mauer hinhaut. Und wenn hier das Feld noch hin soll, soll ja auch ordentlich aussehen. So. Ah, hier ist wieder so hoch, ne? Furchtbar. Sehr schön. Ich komme mittlerweile hier echt vor wie bei Hausflipper. Hausflipper ist aber auch ein schönes Spiel. Das will ich gerade nicht abstreiten. Hausflipper hatte ich auch eine Menge Spaß drin. Zieht sich ziemlich, ja. Vor allem, weil man da ja halt... Das finde ich mir schon blöd bei Hausflipper. Diese extra Aufträge machen muss, um überhaupt erstmal alle Werkzeuge zu kriegen, die du brauchst, wenn man selber Häuser renovieren will. Das ist ein bisschen doof. Aber hier gibt es Schlimmeres. So, die nehmen wir erstmal die Hausflipper. Jetzt komme ich hier völlig durcheinander. Die Holzblöcke. Und machen die erstmal weiter. Wir bräuchten erstmal normal so eine Kante. Genau. Die müsste ihr dann definitiv erstmal so. Um erstmal zu gucken, wie es überhaupt aussieht. So, hier müsste definitiv denn so weitergehen. Und hier müsste ein Eckart rein. Jo. So. Und hier... Na, wie habe ich es durch jetzt gemacht? Warte mal, ich glaube, da habe ich den Weg auch ganz ran gemacht, ne? Na gut, gucken. Ja, und so an der Kante abgegrenzt. Gut, den Weg werde ich hier da wohl auch ganz ran machen. Aber die Kanten auch ein bisschen abgrenzen, glaube ich. So, den Weg, das heißt... Ja, guck mal, hier soll ja der Weg hin, oder? Nee, da soll noch ein bisschen Kies vor. Den Kies haben wir, glaube ich, direkt rangemacht. Das heißt, hier würde Kies hinkommen. Wie weit würde ich den Kies denn machen? Mal gucken. Ich würde sagen, ungefähr auf diese Breite hier. Hier ist er zwei breit, ne? Das müsste reichen. Ein, zwei, ja. Das heißt, hier wäre ein Kies, dann neben noch ein Kies.
Das heißt, ich buddel mal kurz zwei weiter. Deswegen erstmal die Holzblöcke. So sieht man zumindest, wie es aussehen würde, bevor man da wieder alles wegbohren muss. Sieh, schön, zu tun haben wir ja noch so einiges. Ich hoffe, dass die Horde an Tag 133 ist, sonst wird es schwierig mit Muni fertig machen. Obwohl wir die, glaube ich, schon genug haben. Level am haben wir auf jeden Fall. Sehr schön. Das freut einen doch schon mal. Gut. Gucken, den ziehe ich jetzt gleich einmal normale Blöcke lang. Das soll dir quasi das Kiesfeld darstellen. Daneben würde dann quasi nochmal so zwei breiter Weg kommen. Dann ist nur die Frage, ob das mit dem Feld noch hinkommt. Und deswegen die Holzblöcke. Es kann nämlich sonst sein, dass es ein bisschen zu beengt wird. So, jetzt muss ich sowieso mal was googeln, bevor ich jetzt hier das Kiesfeld mache. Die Dinger sind am Weg. Gut, dann machen wir das da auch am Weg. Haben wir normale Blöcke. Dann wäre das hier quasi das Kiesfeld. Genau. Das würde hier dann weitergehen. Können wir gleich die Betonblöcke setzen nachher. Hier auch. Und hier müsste dann wieder so eine Kante hin. Hier wäre dann schon mal der erste Weg. Genau. Und der müsste zwei breit. Oder drei breit ist er sogar. Drei breit. Hier normaler Block, da hat er wieder die Kante hin. Ja doch, doch, da bleibt genug Platz fürs Feld. Sehr schön. Und den Weg würden wir dann rein theoretisch. Hier müsste ich aber wieder die Ecke setzen. Schon direkt an den Mauer ranmachen. Also so. Hier wird schon so einer hinkommen, ne? Ja. Hier zwischen wenn das Kiesfeld. Genau. Damit es gut aussieht. Dann haben wir hier wieder so abgegrenzt. Das passt. Das passt. Sehr schön. Gut, damit wir natürlich nicht alles aufwerten müssen. Horst, da nehmen wir jetzt natürlich die Betonblöcke. So, Ecke haben wir eh noch einstecken. Die kann hier schon mal hin. Dann werden wir es hier erstmal nach und nach alles aus Beton machen. So, und wenn wir drehen, genau. Damit es auch ordentlich aussieht. Und dann haben wir hier nämlich auch noch Platz für ein paar Beete. Jo, das... Ja, ja, das sollte ja so sehr schön. Gut. Hier würde denn definitiv einmal drehen. Das wird der Weg. Genau. Irgendwie ist der Weg hier ein bisschen merkwürdig, aber... Schmaler, ne? Kante, Block. Achso, da ist die Kante direkt am... Ja gut, das geht hier ja nicht anders. Dann machen wir es hier so, passt schon. Der Weg muss ja nicht überall gleich breit sein. Das wäre ja auch unrealistisch. So. Sehr schön, das wäre... Also der Weg kommt hier neben, ne? Das ist klar. Das ist ja das Kiesbett, genau. Ja, das muss noch so. Das hier würde der Weg werden. Hier müsste man natürlich dann die beiden Blöcke nochmal austauschen, wegen dem Weg. Aber eins nach dem anderen. Jetzt bauen wir erstmal das Kiesbett rein. Betonblöcke... Oh gut, ich hätte die anderen mal doch mitnehmen sollen. Kommt den auch hier hin? Und da verschwindet langsam noch mehr Grasfläche. Sehr schön. Genau, das ist ja das Kiesfeld hier. Gut, gut.
Den hätten wir doch auch. Das würde den Kies werden hier. Ich hole mir gleich mal über die anderen Blöcke. Ja, ich glaube, den. So, hier wird der Weg reinkommen. Die müsste ich dann nochmal austauschen. Damit das hier auch so weitergeht. Dann sind die Wege auch nicht alle gleich. Ein bisschen kreuz und quer, wie es sein soll. Aber genau so wollen wir es ja. So, wir haben keine Horde. Gott sei Dank. Also doch Tag 133. Den nehmen wir die auch nochmal mit. Sehr schön. Wir kriegen auch schon wieder Uschi-Besuch. Eh ist nicht zu überhören. Na, Lady, draußen drin. Wo bist du? Natürlich. Die Dame knüppelt darum. Lass mal eine Wende in Ruhe. Nein! Immer diese Ruckler. Schlimm, du. Das war doch sonst nicht so. Wieso fängt er jetzt an mit diesen Leg-Spikes? Das ist doch... Aber von hinten kommt gar nicht gut. Oh, einmal das Vehikel. Den Jack nochmal. Da kommen nur bestimmt noch mehr, oder? Ich höre zumindest welche. Yo. Alle Jungs. Gut. Aber immerhin all is EP. Was sind wir auch nicht mittlerweile für eine Game Stage? 325 haben wir auch schon erreicht. Das ist sehr schön. So, dann machen wir einmal gut hier weiter. Block, Block. So. So, da noch einmal aufpassen. Dann brauchen wir nämlich jetzt die nochmal. Kopieren. Kannst du die Stellung gleich mitkopieren. Zack. Sehr schön. Dann haben wir hier noch so ein Kiesbett. Daneben kommt dann der Weg. Dann passt das auch. Den Weg, denke ich mal, baue ich schon mal mit. Und den Rest machen wir dann später, wenn wir das Feld machen. Sonst komme ich doch später wieder durcheinander. Dann noch einmal kurz hier durch. Dann haben wir hier eigentlich mehr Wege, als ich ursprünglich wollte. Aber es sieht zumindest... Es sieht wirklich aus wie eine kleine Siedlung, ne? Auch wenn ich der Einzige bin, der hier lebt. Aber sieht zumindest ein bisschen danach aus. So, man nimmt nochmal die Bündebilder weg. Danke. Groß hat der gute auch schon wieder. Oh, das ist auch nichts Neues. Sehr schön. Oh, den haut das hin. Rode ist also erst am nächsten Tag. Sehr schön. Bis dahin ist auch die Muni fertig. Dann haut hier alles ohne Probleme hin. Dann werden wir uns an Tag 133 halt damit beschäftigen. Die Base wieder fit zu machen, ein paar Schienen reparieren, Waffen auffüllen, das war's doch denn schon. Minen, ja, ich glaube, davon komme ich wieder ab. Einfach zu teuer und zu viel Aufwand, da jedes Mal alles mit Minen voll zu klatschen. Aber Hauptsache, die Waffen sind voll. So, bloß ein bisschen besser aufpassen. Erstmal was trinken. Da muss ich eh gleich noch austauschen. Hier müsste denn genau ein normaler Block hin. Obwohl man hier auch einen schmalen Weg machen könnte, ne? Also so quasi. Also war ja eh geplant. So meine ich. Aber es wäre zu schmal. Das sieht nicht aus. Nee, nee. Wir machen hier einen normalen Block hin. Zu schmal sieht einfach nicht aus. Und daneben kommt dann nochmal die Kante. Hm? Nö. So. Aber müsste da denn nicht eigentlich... Auch? Adema? Haben wir da doch auch, ne? Da hinten. Ich glaube, jetzt haben wir wieder das gleiche Phänomen, verdammt. Aber wenn hier später... Ich brauche einmal Holzblöcke. Geht so nicht. So, der müsste ja definitiv so hin.
haben wir wieder diesen schmalen Weg. Nee, nee. Ihr müsst so hin. Ja, ja. Genau. Hier müsste rein theoretisch auch so einmal die Kante lang gehen. Also hier müsste Ecke hin. Ja, das wäre gerader. Hier müsste Ecke hin. Damit es ein bisschen getrennt voneinander ist. Oh, mein Fehler. Ja gut, ab und zu kommt das mal vor, dass man sich verbaut. Das ist ja relativ selten. Es sind nur zwei Blöcke. Also geht ja noch. Dann haut das doch alles noch hin. Ja, ja. Der vorne ist ja Holzblock, den geht das doch noch. Ist halt nicht ganz so einfach wie zum Beispiel in Minecraft, wo man so ziemlich jeden Block relativ schnell wieder weggehauen hat. Hier müsste dann natürlich Mr. Egge rollen. Haben wir irgendwo noch eine Egge? Ich glaube, hier hatten wir Egge. Hier haben wir keine Egge. Ist auch keine Egge. Irgendwo hatten wir noch eine Egge. Hier hatten wir eine Egge. Gut. So müsste der natürlich. Genau. Und hier bloß andersrum. So. Jo. Da müsste dann wieder so normaler rein. Ja, so haut das hin. Weil das hier ist ja Kies. Da soll ganz ran. Das hier ist ein Kies. Man sieht das hier doof aus, ne? Das hier wäre ja dann der Weg. Den sieht die Ecke aber doof aus. Hier müsste rein theoretisch auch eine Ecke rein. Es tut mir leid, aber ich bin da wirklich wie ein Nibel. Wenn irgendwas nicht so aussieht, wie ich das schön finde, denn oh, da bin ich sehr, sehr penibel. Ich bringe das sogar und reiße eine ganze Hütte wieder ab. Auch wenn es ewig dauert. So, aber wie soll ich denn hier eine Ecke reinkriegen? Doch, müsste gehen, ne? Müsste gehen, warte mal. Ja. Damit wir da auch eine ordentliche Kante haben. So müsste der, so müsste das. Genau. Das ist das Kiesbett. Hier ist dann der normale Weg. Genau, dann kopieren wir jetzt einmal den. Die Stellung kannst du, glaube ich, mitkopieren. Den tauschen wir ihn aus. Zack. Hier nochmal das gleiche. Kopierbild. Danke. Hier auch nochmal. Da setzen wir gleich noch normal rein hier in die Mitte. Zack. So, dann bräuchten wir jetzt den. Den können wir gleich hier reinsetzen. Den auch mal die Stellung kopieren. Ja, ja, ja. So in etwa. Das ist alles ein bisschen getrennt voneinander, aber man hat hier trotzdem eine anständige Abschlusskante. Sehr schön. So, und hier müsste rein theoretisch der Block ausgetauscht werden. Da fehlt hier eine Ecke. Gut, das ist nicht so schlimm. Hunger hat er auch schon wieder. Den hau dir mal einen Thunfischtoaster rein, mein Freund. Damit hier anständig der Weg weitergeht. Das wäre natürlich wichtig. Gut, dann müssen wir hier noch einmal drei Blöcke wegbohren, ne? Halt. Die müssen weg. Hier hängt ja die Kante dran. Geht nicht anders. Sehr schön. Ja gut, die drei Blöcke hier nochmal. Halb so wild. Hier war ja anfangs auch kein Seitenweg noch geplant. Und die Ecke, die dann noch frei ist, die kleine, da kommt dann so ein kleines Deko-Kürbisfeld hin. Zumindest ist der Bohrer nicht so laut, wie er normalerweise ist. Obwohl ich die Mod gar nicht mehr drin hatte. Die Mod habe ich an Alpha 19 benutzt. Wo die Alpha 20 damals rauskam, habe ich Safe Days frisch einmal gelöscht, frisch neu installiert. Und keinerlei Mods mehr reingemacht. Aber irgendwie müssen ja die Spieldateien, ja, hier für nur die Ecken, hängen geblieben sein, weil der dieses Pew 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 ist immer noch weg. Das wollte wohl nicht wiederkommen oder so. Oh, wo habe ich denn hier so eine Ecke? Hier, ne? Ne, hier auch nicht. Hier nicht. Da ist auch keine Ecke. Ne, das ist so eine Ecke.
Da ist auch so eine Ecke. Da ist so eine Ecke. Ja, gut, dann zoomen wir. Ich weiß nicht, wo ich die Ecke habe. Zoomen wir die Ecke im See raus. So, Zierleusten. Zierleusten. Die waren. Wo waren die Zierleusten? Da. Das war ja so eine kleine Fiddle-Ecke. Die da, ne? Jo. Genau, die müssen die hin. Die müssen da hin. Hier müssen normaler Block rein. Sehr schön. Dann müsste das Ganze ja eigentlich nur noch angepinselt werden. Das können wir machen. Und dann haben wir es hier perfekt. Sehen wir erstmal den Weg weiter durch. Ich fürchte jetzt bloß. Ich probiere es mal, weil hier eh noch nichts angemalt ist. Das habe ich hier alles mit mal, ne? Ja. Genau deswegen tue ich das nicht. Mit der Oberfläche lackieren. Okay. Malen wir das erstmal so an. Das hier soll ja ein normaler Weg sein. Und hier nebenan soll natürlich der Kies hin. Sehr schön. Der da. So ein bisschen Flächen dazwischen sind. Und da am Haus direkt machen wir dann halt wieder diese Gehwegplatten. Dann können wir da auch noch die Beete hinbauen. Und den. Warum wir nur noch die Pflanze in dem Horst hat doch. Aber das ist schön. Dann können wir uns jetzt den ganzen Tag über noch ein bisschen mit dem Haus beschäftigen, dass wir da weiterkommen. Am nächsten Tag machen wir dann tagsüber die Pflegearbeiten der Hordenbase. Dann haben wir abends gemütlichen Hörten noch. Oder Hordenpartychen. Dann passt das doch. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Guck mal, wenn das angemalt ist, dann sieht das auch schon besser aus. Dann ist das alles ein bisschen getrennt voneinander. Sehr schön. Den brauchen wir jetzt noch einmal die Farbe hier. Einmal grubieren. Das ziehen wir hier auch einmal lang. Und den natürlich einmal den, die Leiste hier noch. Ein bisschen mit Holzoptik. Sehr schön. Und dann ist ja noch Platz für die Beete. Den geht das. Hm? So, und da, das Stück hier, den kommen wir, denn ist auch nicht mehr ganz so groß. Hier haben wir auch schon ein bisschen Weg. Mal gucken, wie ich das hier mache. Machen wir da wahrscheinlich auch noch ein bisschen Kies oder so rum. Das sieht einfach besser aus. Aber da kommt dann auf jeden Fall das Beet hin. Eben, den gib mir mal, den gib mir mal. Genau, die Holzoptik. Ziehen wir erstmal hier die Konte lang. Damit dieses Gammelmetall da wegkommt. Hm? So. Sehr schön, sehr schön. Ich glaube, das ist auch wirklich das größte CFDs-Projekt, was ich jemals hatte hier. Ich glaube, so ein Riesenmonstrum, Gigantum-Base, habe ich wirklich noch nie gebaut. Wie auch so einige als Shigimiki-Base bezeichnen. Ja, ja, das ist mir so ziemlich egal. Ich mache das, was mir in CFDs am meisten Spaß macht. Und das ist nun mal das Bauen. Immer nur looten und Zombies ballern wird langweilig auf Dauer. Vor allem, wenn man sowieso schon alles hat. Zwischendurch Gene, klar, gehört ja auch zum Spiel. Als Abwechslung so gesehen, aber ich sehe es jetzt nicht als den Hauptteil des Spiels an. Das ist für mich was Anständiges aufzubauen. Hm? Sehr schön, den hätten wir das nämlich auch und dann sieht es nämlich auch gar nicht mehr so schlecht aus. Ja. Das Shigimigi-Ding hier kommt natürlich auch noch weg. So, die Beete, die guten Beete, die haben wir hier noch. Dann können wir hier nämlich auch. Zack, zack. Passt das nämlich. Jupp. Da auch nochmal. Da kommt nur eine hin. Hier kommen natürlich zwei hin. Sehr schön. Jo. Dann wollen wir die auch erstmal in Voice ein, aber wie gesagt, das ist nicht final.
Da richte ich mir nach euch, was euch besser gefällt. Normale Holzoptik hier, der Beete. Oder halt die weiße Farbe. Machen wir aber trotzdem erstmal. Genau. Weiß. Sehr schön. Da nochmal. So, die Pflanzen, die denn nachher da raufkommen, die natürlich habe ich mir nicht so sicher. Hier vielleicht gelbe hin, hier rote hin. Damit, falls der Eingang ist, da auch nochmal rote hin. Hier kommt ja vielleicht mal weiße, da wieder gelbe, so ein bisschen Abwechslung. Da müssen wir den mal gucken. Dann werden wir, würde ich sagen, jetzt erstmal auf Pflanzensuche gehen. Das kann die spawnen. Zumindest ein paar Baumwollpflanzen. Vielleicht finden wir auch noch ein paar Goldrute, glaube ich aber nicht. Aber notfalls können wir unsere hier einmal abschreddern und wieder anpflanzen. Hauptsache, wir haben da ein bisschen Deko-mäßig stehen. Und denen geht das Haus von innen weiter. Heute sind wir erstmal am Ende. Schön, dass ihr dabei wart. Morgen geht's hier selbstverständlich weiter. Bye, bye.